Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hi-Rise City hier bei Heisenberg zockt. So, jeweils zu Beginn einer Folge verkünde ich lauthals, jawohl, das ist ein großes Städtchen. Wir haben knapp 250.000 Einwohner und über 102 Millionen. Dazu kommen wir gleich, weil ich habe gerade gesehen, guck mal hier, da haben wir schon wieder Wohnungen, die reklamieren, hier ist es zu schmutzig. Also Wohnungen weg, Büros hin. Einmal zack, wir können ja gleich mal gucken, können wir ein paar Büros hinstellen? Ich denke mal ja. Dafür müssen wir die Ressourcen hoffentlich haben. Vielleicht sogar mal wieder irgendwie sowas in die Richtung. Ein Feld. Aha, okay, ist jetzt nicht übertrieben viel, aber in Ordnung. Aber hier mal noch was. Hier, hier, überall wo wir können. Und hier noch, und dann lassen wir den Rest. Weil, wegen dem Geld. Ich würde jetzt sagen, wir investieren mal fett in Stahl. Wobei, ja nee, ist eigentlich auch Käse. Eigentlich bräuchten wir ja Glas. Und Holz haben wir so viel, das könnten wir mittlerweile wieder verkaufen. Wenn wir nicht eh genug Geld hätten. Was machen wir denn da? Eisen importieren wir, Stahl importieren wir. Wir werden hier mal ein bisschen übertreiben. Also nicht übertreiben, weil wir brauchen das. Und dann möchte ich auch noch kaufen, ihr ahnt es, Glas. Ich werde mich aber gleich nochmal darum kümmern, was wir da genau brauchen, um das selber herzustellen. Machen wir mal 100 hier. Alles als Dauerauftrag und verkaufen. Ja, ich würde sagen, wenn wir wirklich so viel Holz haben, dann können wir davon auch ein bisschen was verticken bis zum Lagerbestand von... Was haben wir? 2000? Waren wir mal 1100? Okay, und das auch als Dauerauftrag, weil so viel Holz braucht kein Mensch. Nicht, wenn wir kein Glas haben. Also, gehen wir nochmal schnell gucken. Wie sieht das aus? Oder, Moment, zuerst die Kontrolle. Haben wir überall genug Arbeiter? Das sieht so schlecht nicht aus. Hier hinten war immer so eine Problemzone, falls sich jemand fragt, was das hier ist. Das ist unsere moderne Kunst. Das war ein Experiment mit dem Terraforming-Tool. Man sieht, es hat geklappt. Es wurde zwar nicht das, was ich wollte, aber dafür haben wir jetzt ein Kunstwerk hier. Ist ja auch nicht so verkehrt. So, was wollte ich denn jetzt? Genau, mal gucken wegen Glas. Haben wir jetzt zwar wieder ein bisschen was, aber generell haben wir, glaube ich, immer zu wenig. Wobei, hier steht die Produktion, aber das können wir nicht ernst nehmen. Das Problem haben wir auch bei Stahl etc., weil das wird ja für den Bau auch verwendet. Wir haben zu wenig Quarz, aber beim Quarz sind wir, glaube ich, tatsächlich am Ende angekommen. Da könnten wir vielleicht Quarz importieren. Das wäre natürlich noch eine Idee. Hier haben wir einen Quarzbruch und wir sehen die Quarzfelder. Ja, die sind halt schon alle belegt. Hier könnte ihr natürlich noch ausweichen. Hier würde vielleicht nochmal ein, zwei so Teile hinpassen. Ja, nee, ich würde dann eher dazu übergehen, tatsächlich ein bisschen Quarz zu importieren. Jetzt sehen wir hier, wie es runtergeht. Jetzt müssen wir schon aufpassen, weil wir importieren jetzt Stahl und Glas und alles Mögliche. Aber man sieht hier Quarz. Oh, hier ist doch noch was. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, mach mal. Wie machen wir das denn am besten? Vielleicht sogar gedreht? Keine Straße in der Nähe. Und hier das Rad. Also das muss ja auch nicht unbedingt hier stehen. Also kein Mensch hat gesagt, dass die hier hin müssen. Du kannst auch... Ja, wohin denn sonst? Da haben wir keine Straße mehr. Hier geht es auch nicht. Machen wir es halt irgendwo ganz anders hin. Haben wir irgendwo noch ein Feld hier unten, wo so ein Windrad-Kollege hinpasst? Sonst gehen wir halt in die Industrie. Das ist ja auch egal. Hier geht's auch nicht. Ja gut, das, ich wollte gerade sagen, das hat schon einen Grund, warum es da unten steht. Das ist offensichtlich die einzige Stelle, wo wir es hinstellen können. Haben wir da einen Straßenanschluss? Glaub nicht. Wenn wir hier so gucken. Ja, nee, oder doch? Ja gut, sie reklamieren nicht, dann passt. Jetzt weiß ich dafür nicht mehr, was ich da wollte. Doch, Quarz wollte ich machen. Quarz. Minenbrüche, Dingens. Falsch. Doch, nee, war schon richtig. Hier der und dann Kollege Quarz. Wo hatten wir das denn jetzt? Hier unten, da haben wir im Prinzip auch nochmal Platz. Das hat auch Zeugs im Weg. Hier. Genau. Einmal zack. Einmal zack. Wenn hier eine Straße fehlt, die könnt ihr haben. Hier unten passt dann nichts hin. Das ist ärgerlich. Sind aber doch nochmal zwei Felder mehr. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Wir können hier natürlich noch Planungsbüros hinsetzen. Das würde ich, glaube ich, machen. Ich glaube, dass wir die Straße hier fertig haben. Irgendwo hier runter. Sehr gut. Dann irgendwo hier rein. Sehr gut. Das würde passen. Dann haben wir gesagt, Planungsbüros. Die haben wir hier bei den Spezialgebäuden. Le Planung. Einmal zack hier hinten oder hier unten sogar. Genau, weil die brauchen ja, wie gesagt, keinen Straßenanschluss. Das ist also eine relativ dankbare Angelegenheit. Die machen, glaube ich, auch keine allzu große Verschmutzung, hoffe ich. Dann werden sie die hier auch nicht stören. Jetzt ist hier wieder die Straße flöten gegangen. Ah, okay, also das müssen sie schon noch in den Griff kriegen, weil das ist relativ mühsam, wenn man da die ganze Zeit natürlich Straßen wieder nachziehen muss,
weil die einfach auf unerklärliche Art und Weise verschwinden. Man hat sie relativ zügig wieder, man sieht's, man muss eigentlich nur drüber fahren und klicken. Aber es ist natürlich trotzdem Käse. Wenn einfach Straßen verschwinden, die nicht verschwinden müssen, weil man sie nicht abgerissen hat. Ich gehe mal nochmal schnell zum Quarz. Nochmal schnell gucken. Also hier haben wir im Groben das Ganze, hier kriege ich nichts hin, vielleicht drehen. Nö, passt da nicht mehr rein. Was sind das hier? Textilfabriken. Sonst ziehen wir mit denen mal nochmal schnell um. Es mangelt an Obst. Ja, ja, an Obst mangelt es immer ein bisschen. Das kennen wir. Ja, machen wir da hin. Ich hoffe, die haben keine Verschmutzung, weil da hinten sind auch schon wieder Wohnungen. Haben wir optimistisch gemacht. Hier noch so ein Teil hin. Und jetzt kriegen wir ausgebaute Wasserpumpe. Die muss auch nicht hier sein. Wobei, lass uns das mal gucken, ob das Ding vielleicht sogar nicht im Weg ist. Zack, zack, den hier. Dann Quarz, dann machen wir das zu. Und dann kriegen wir hier tatsächlich nochmal welche hin. Guck mal einmal. Und wenn wir dich drehen, geht es tatsächlich wegen der ollen Wasserpumpe nicht. Einmal umziehen. Nachher hinten kein Wasser in der Nähe. Hier ist Wasser in der Nähe. Müssen wir natürlich jetzt wieder noch anschließen. Da fehlt Kollege Röhre. Ja, wird auch gleich angemahnt. Hier wieder rein. So, dann funktioniert es auch schon. Dann geht das Zeichen hoffentlich weg. Jawohl, geht weg. Gut, jetzt nochmal gucken. Nochmal zurück zum Thema Quarz. Ja, drehen. Jawohl, nochmal eine Mine. Sehr gut. Wunderbar. Dann hoffe ich, dass wir hier an Quarz rankommen. Und sonst werden wir halt tatsächlich gucken müssen. Ja, jetzt sind wir hier aber schon wieder im Minus. Im Plus. Im Plus sind wir hier. So wie man sieht. Glas. Also Quarz müsste draufgegangen sein. Ein bisschen. Wir produzieren eigentlich immer noch zu wenig. Wenn wir hier gucken. Ich würde nochmal so eine Glasmeisterei, oder wie heißen die Teile? Eine Glasschmelze? Eine ausgebaute Glasschmelze. Da machen wir mal nochmal ein, zwei. Und zwar hier hinten, wo sowieso eine Riesensauerei ist. Und wir dringend mal nochmal Straßen brauchen. So wie es aussieht. Wir haben hier den Großteil eigentlich eh schon wieder belegt. Nochmal mit M. Passt hier echt nicht hin. Okay. Und hier oben möchte ich nicht, weil hier oben... Ja, hier ist zwar auch Sauerei. Guck mal, da können wir natürlich schon auch noch was hinmachen. Nicht, dass wir das hier brauchen würden, aber ich mache die jetzt trotzdem mal hier hin. So, drei Stück. Ich hoffe, die Verschmutzung hält sich im Rahmen. Was wollte ich jetzt noch? Irgendwas wollte ich noch importieren. Eigentlich müssen wir nichts importieren. Wir sehen, wir haben von allem genug. Das heißt für mich, wir können endlich mal wieder hier zu den Investoren gehen. Und da nochmal ein paar hinklöppeln, weil da sind wir immer noch meilenweit entfernt davon, dass wir da tatsächlich mal irgendwie ja, in den Bereich eines weiteren Levelaufstiegs kämen. Da fehlen schon wieder Ressourcen. Man sieht, jetzt ist es aber wirklich das Glas. Obwohl wir das importieren. Und das können wir auch importieren, wir haben das Geld. Ich mache trotzdem mal noch ein paar von denen hin. So, und von denen, weil sonst fehlen uns dann irgendwann einfach wieder die Arbeiter. Das Problem kennen wir. So, haben wir auch. Sauber. Würde funktionieren. Kein Glas mehr. Muss ich da doch mehr importieren? Moment, ich brauche den Hafen. Da haben wir doch. Öffne Handelsmenü. Bis 108. Gehen wir hier mal bis 215. Und beobachten wieder, was hier finanziell passiert. Holz wird verkauft. Das gibt ein bisschen Geld. Und wir haben immer noch über 2000. Ja, also Holzprobleme haben wir keine mehr. Ziegel sind auch immer eher zu wenig. Eisen ist okay. Und Stahl. Ja, das Glas. Das Glas macht Probleme. Wir haben ja die Glasschmelzen jetzt noch hingestellt. Wir können ja mal schnell gucken. Das war hier oben. Haben die irgendwelche Probleme? Hier hinten war es. Eine Spedition haben wir hier. Ja, die fehlen auf Rohstoffe. Quarz und Kohle brauchen die eben tatsächlich auch noch. Aber Kohle kommt ja rein. Und die Quarze kommen dann hoffentlich auch rein. Mit der Zeit. Das ist eine Müllabfuhr. Hier haben wir die Spedition. Bei 92%. Wir könnten hier nochmal eine Spedition hinstellen. In den Kommentaren stand, wir haben viel zu wenig Spedition. Ich glaube, wir haben genug, muss ich sagen. Weil wenn wir weitere Speditionen machen, dann laufen wir einfach auch irgendwann natürlich Gefahr, dass wir nur noch Stau haben auf der Straße. So, hier vielleicht den Radius gleich mal noch einstellen. Ja, machen wir den mal in der Größe, dass die noch bis nach da hinten kommen. Hier eine Querstraße oder nee, hier unten machen wir jetzt mal noch was. Dass wir hier noch ein paar Straßen ziehen, damit wir hier auch bauen können. Also einmal Straße. Muss nichts Wahnsinniges sein. Komme ich hier raus? Entfernung zu gering. Ja, geht genau nicht. Aber wir müssen nur hier rauskommen. Sonst macht die Straße hier unten keinen Sinn.
Oder komme ich hier lang? Ich glaube, es ist ja egal relativ. Ja, das geht. Es ist relativ egal, wenn wir hier eine Sackgasse haben. Da habe ich jetzt noch nie gehört, dass das nicht funktioniert oder dass dann irgendwie reklamiert wird. Es gibt einen Mangel an Gemüse. Ja, das ist allerdings dann immer ein Problem. Aber Leute, wir haben eigentlich geguckt. Also Gemüse sollte doch jetzt mal eigentlich vorerst kein Problem sein. Genau wegen einer Einheit. Und beim Obst das gleiche. Fischchen. Wir haben zu wenig Fische. Aha, okay, da können wir natürlich auch problemlos nachrüsten. Fischereien haben wir schon ewig lange keine mehr gemacht. Die passen ja fast überall hin. Da ist zwar keine Straße in der Nähe. Aber hier. Und das ist zu weit weg. Am Freitag gibt es Fisch. Aha, guck mal, jetzt haben wir nochmal Forschungspunkte gekriegt. Auch interessant, weil wir haben... Das geht hier? Hier ist Wasser in der Nähe? Okay. was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir haben so viele Fischer gebaut, nie was gekriegt. Jetzt haben wir ein Fischer-Ding gebaut und gleich kriegen wir den Bonus verfrachtet. Das ist natürlich sehr angenehm. Ist hier hinten noch eine Möglichkeit? Hier haben wir halt auch schon ordentlich zugeschlagen. Ja, da haben wir den Platz wieder nicht. Und hier haben wir wieder dies nicht, aber hier haben wir das. Das geht. Und hier hinten, ja, ist dann eher Feierabend. Da ist wieder kein Wasser mehr. Und hier fehlt wieder die Straße. Aber hier geht's nochmal. Guck mal. Einmal. Da ist kein Wasser. Da ist keine Straße. Und hier geht's nicht. Kein Wasser. Ja, da könnte man hier noch eine Straße hinbauen. Aber ich würde jetzt nicht übertreiben mit den Fischern. Weil eine Meldung, dass wir zu wenig Fische haben, haben wir ja nicht. Gut. Wie sieht's aus? Ja, das riecht nach Ingenieuren. Wir gehen nicht nach Ingenieuren, nach Investoren. Wir gehen nachher gleich mal gucken. Wie sieht das aus? Ui, jetzt kann man aber doch ein paar machen. Wie sieht das aus hier beim Leveln? Die Forschungspunkte schauen wir uns auch gleich an. Ja, wir haben ein Zehntel von dem, was wir brauchen. Also, ich habe schon mal gesagt, wir brauchen hier oben wahrscheinlich Tausender Zahlen. So wie beim Holz. Dass wir hier wirklich an die Sachen rankommen. Das führt mich zum Gedanken. Wir haben hier doch eigentlich noch Lager. Was ist das gleich nochmal? Ach, können wir alles noch nicht bauen? Doch, haben wir alles schon gebaut. Okay. Schade, wo waren denn gleich nochmal die Lager? Hier. Lager mittelgroß, Lagerhaus groß, Lagerhaus riesig. Machen wir hier mal ein riesiges Lagerhaus hin. Allerdings vielleicht dann doch eher hier unten. Zack, einmal so. Und wir machen gleich zwei hier, weil wir haben ja die Ressourcen und machen das irgendwo hier oben hin, wo wir ja die ganze Industrie haben. Oder hier unten. Ja, zum Beispiel hier, wenn ich dich drehe. Zack, einmal hier noch ein Lagerhaus. Das finde ich vernünftig. Haben wir das Gebäude schon mal gesehen? Ich würde gerne schnell gucken. Was wir anscheinend auch noch nicht gebaut haben. Da habe ich ein bisschen gestaunt. Den Freizeitpark. Haben wir den echt noch nicht gebaut? Das würde ich mir gleich mal noch ansehen wollen. Ui, jetzt geht es hier aber abwärts. Minus 2 Millionen. Okay, wir öffnen mal Statistik. Das bringt mir nicht so viel. Ja, das sind halt die Importe. Jedes Mal, wenn wir natürlich hier... Guck mal, was wir jetzt an Glas gekriegt haben. Das kostet halt Unsummen. Wir müssen vielleicht doch noch ein bisschen mehr Holz verticken. Und wovon haben wir auch noch viel zu viel? Eigentlich von nix. Edelsteine. Ja, nee. Trauben? Nee, auch nicht wirklich. Müll. Müll haben wir zu viel. Können wir Müll exportieren? Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Ja, das sind zu kleine Zahlen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Nee. Und hier das Lager, das wollte ich jetzt sehen. Ja, auch schön. Schöne Modelle, ich sag's gerne immer wieder. Wirklich sehr liebevoll gemacht, das Ganze. Gut, dann hätten wir das. Dann können wir eigentlich wieder Ingenieure klöppeln, würde ich sagen. Das müsste eigentlich funktionieren. Wir haben ja wieder Glas. Und das sollte sich hier hoffentlich erholen. Wir sind hier ordentlich runtergekommen. Sonst müssen wir den Handel natürlich nochmal kurz genauer betrachten. Also, wenn wir jetzt zack den machen und den. Wie viele kriegen wir da hin? Ja, doch vier Stück. Fünfe. Fünf Stück, fünf Felder. Das müsste wieder einiges bringen, denke ich mal. Gut. Gefällt mir nicht. Wir werden hier kurz eingreifen. Hafen klein. Was importieren wir denn alles? Das wird gerade wieder gespeichert. Na, man lasse mich hier runterdüsen. Dankeschön. Wir importieren Holz. Ich habe das falsch eingestellt. Oder, hä, was ist das denn komisches? Wir brauchen doch nicht. Doch, ich habe es falsch eingestellt. Hier, Export. Grün ist Import, das ist Export. Also, deswegen haben wir so viel Holz. So viel Holz, weil wir das alles gekauft haben. Halleluja. Wir gehen beim Stahl mal noch ein bisschen runter. Es ist ganz einfach zu teuer, behaupte ich. Gehen wir mal auf 2,30. Hier gehen wir auch ein bisschen runter.
Und bei Eisen und so weiter, Eisenimport, ja, auch die Backsteine, wir importieren halt alles mehr oder weniger. Aber es kann auch nicht schaden. Ach, Quarz importieren wir eben auch schon, sehe ich jetzt gerade. Ja, aber das ist unschön. Kann ich nochmal ganz schnell, ich würde gerne nochmal zu den Steuern, wenn ich jetzt wüsste, wo das gerade war. Da gibt es da irgendwie einen Knopf, der führt uns relativ schnell zu den Steuern. Da, da sind sie. 22, 22, 23. Bürostufe 5, die zahlen eigentlich mehr. Bürostufe 4, gehen wir mal auf 26. Hier gehen wir auf 24. Dann bei den Wohnungen 25, die bezahlen auch mehr. Und hier die Manager bezahlen auch mehr. Und hier die Investoren zahlen nochmal ein bisschen mehr. Gut, mal gucken, ob sich das hier rechnet. Weil jetzt haben wir irgendwie 20 Millionen haben wir mindestens verloren. Und das kann wirklich nur am Import liegen. Aber wir haben jetzt dermaßen viel Zeug. Wir müssen doch jetzt hier tatsächlich schon wieder ordentlich Investoren machen. Danach gucke ich gleich mal. Ja, nochmal 4 Stück. Der Freizeitpark. Ihn hier, haben wir den tatsächlich nicht? Ich dachte schon. Falsch gedacht wahrscheinlich. Und der hat eine relativ große Ausdehnung, wie man sieht. Das ist natürlich cool. Vielleicht hier oben? Hier haben wir den Platz nicht. Da müsste ich wieder was abreißen. Hier würde er hinpassen. Dann hätte er Einfluss auf den Bereich. Das sind ja auch alles Wohnungen. Oder hier? Naja, dann strahlt es da rein. Das bringt uns eher wenig. Ich würde den tatsächlich hier oben hinmachen. Zack, einmal Freizeitpark. Halleluja. Haben wir den tatsächlich noch nicht gemacht? Ja, dann haben wir ihn jetzt. Sehr schön. Wie sieht's aus? Wir können nochmal... Ich muss mal nochmal gucken, wenn wir hier Investoren einzeichnen. Was geht als erstes aus da oben? Wahrscheinlich immer noch das Glas. So, Ressourcen fehlen. Ja. Glas. Glas. Primär Glas tatsächlich. Gut. Ja, da können wir jetzt aber nichts machen. Weil guck mal, das ist immer noch Käse hier. Irgendwas müssen wir hier ändern. Das gefällt mir nicht. Handelsmenü nochmal öffnen. Wovon haben wir denn genug? Definiere die Mindestmenge der Ressource, die du behältst. Jawohl. Oder wenn wir es verkaufen, beziehungsweise einkaufen, bis zu welcher Lagermenge eingekauft werden soll. Wir gehen hier mal beträchtlich runter bei der Kohle. Beim Getreide würde ich es mal lassen. Möchte einfach wieder auf im grünen Bereich kommen. Jetzt sind wir mit den Steuern eigentlich so raufgegangen. Theoretisch müsste sich das ja doch wieder irgendwie auffangen. Ist halt alles teuer. Hier, man sieht es 20.000 beim Stahl, 8.000 bei dem Glas. Und das, was wir verkaufen, dafür kriegen wir gleich gar nichts. Das ist schon relativ fett. Ja, ui, aber das gefällt mir wirklich gar nicht. Soll ich das Glas rausnehmen? Ne, wir reduzieren es nochmal. Machen wir hier mal, das ist noch schwierig, so mit diesem Dingens hier, 78. Und hier machen wir auch irgendwie was Kleineres. Na, was Kleineres, 156. Quarz. Ja, lassen wir auch. Das müssen wir jetzt hier schon wieder hinkriegen. Aber wir verlieren dermaßen viel Geld. Das gibt's doch nicht. Wir haben wirklich 30 Millionen verloren jetzt. Liegt das allein am Handel? Also irgendwie brach liegen tut ja nichts. Wir haben nicht irgendwie Meldungen, dass irgendwo etwas nicht okay wäre. Es fehlen keine Arbeiter. Hier fehlen ein bisschen die Waren. Das Problem kennen wir. Hier fehlt Kupfererz. Das gewinnen wir aber. Hier in der Kupfermine. Da. Da müsste mal wieder ein LKW kommen. Haben wir hier eine Spedition? Eine städtische Spedition. Mit der Ausweitung. Ja, da machen wir nochmal ein bisschen bis nach da hinten. Da haben wir nochmal eine Spedition da oben, sehe ich. Die hier. Einen Mangel an Obst. Und jetzt gibt es noch einen Mangel an Obst. Okay. Hier könnten wir durch die Straße auch schon langziehen. Das möchte ich mal noch machen. Was wir haben, das haben wir. Dann können wir hier wieder bauen. Komme ich hier irgendwie von hier aus? Irgendwie hier rüber? Nö. Ich möchte von hier aus. Mach mal hier hin. Geht auch nicht. Straßenwinkel zu krumm, zu klein, zu gelb, zu grün. Ist auch kleinere Straße. Müsste doch gehen. Geht auch nicht. Moment. So. Nee, Straßenwinkel zu klein. Ist denn hier was im Weg? Ein Planungsbüro. Ist nicht wahr. Spiel gespeichert. Da machen wir dich mal. Wo machen wir dich denn hin? Irgendwo, wo du nicht störst. Zack, dahin zum Beispiel. So, jetzt wird wieder gespeichert. Halleluja. Sobald wir das haben, bemühen wir hier nochmal eine Straße. Und schau mal. Ja, nehmen wir doch die breitere. Ja, funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht so. Straßenwinkel zu klein. Das muss doch möglich sein, dass ich hier die Straße weiterziehe.
Straßenwinkel zu klein. Ich komme hier alle jetzt mit der Straße nicht raus. Okay. Es ist halt schon. Ich habe es oft genug gesagt. Der Straßenbau hier bei High-Rise City, mit dem freunde ich mich definitiv nicht mehr an. Erinnert mich ein bisschen an den Wegebau bei Planet Coaster. Das war auch immer eine Würge. Ja, geht halt nicht. Ich könnte hier die Straße langziehen, ist mir schon klar. Aber ich möchte sie angeschlossen haben hier. Steigung zu groß. Na gut, halten wir uns damit mal nicht zu lange auf. Komme ich hier vorne irgendwie raus oder ist da... Da geht's. Also wir können hier zumindest eine Sackgasse reinmachen. Das würde ich jetzt aber für den Moment lassen. Das machen wir später. Ich würde sagen, wir düsen nochmal zurück und machen nochmal ein paar Investoren. Wie sieht es mit dem Geld aus? Jetzt sind wir wieder im grünen Bereich. Jetzt verdienen wir wieder. Gut, das gefällt mir natürlich wesentlich besser. Man sieht, wie schnell man hier das Geld los ist. Das ist ja schon erschreckend. Also, einmal die hier. Jo, und dann haben wir wieder 4 oder 5 Felder gemacht. Das heißt, wir sind hier immerhin bei 9.000. Ja, bis wir bei 70.000 sind, müssen wir noch ein Momentchen Geduld haben. Ich glaube, das sehen alle. Gut, liebe Freunde, danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Guck mal den schönen Turm, den sie jetzt hier noch hingestellt haben. Das ist ja schon auch sehr cool. Gut, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. So, schnell hier hin. Dann, Moment. Ich krieg's nicht. Doch, ich krieg's. Jetzt hier rüber, genau. Ja, dann bis morgen wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, bye bye.